Niklas Hoffmanns, Nationalspieler in Reihen der Futsal Panthers Köln, heute 8-1 gegen Mülheim gewonnen. Wie fällt Ihre Einschätzung zum Spiel aus? Ich denke, es war ein souveräner Sieg von uns. Wir haben die Zeit genutzt, das Spiel genutzt, um einiges auszuprobieren. Und man hat gesehen, dass das, was wir im Training die ganze Zeit einstudieren, funktionieren kann. Dennoch glaube ich, dass wir alle noch eine Schippe drauflegen können. Und für nächsten Samstag gut gewappnet sind. Sie liefern sicher mit Sennestadt einen engen Kampf um den Titel. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie letztendlich die westdeutsche Meisterschaft verteidigen können? Ja, wir sind momentan 3 Punkte vor. Das wissen wir. Wir haben das Selbstvertrauen, auch jetzt nach Sennestadt zu fahren und zu sagen, wir wollen gewinnen. Dennoch wissen wir natürlich über die Stärke von Sennestadt. Es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die uns bisher nicht so gut gelegen hat. Aber man muss sagen, im Hinspiel haben wir gezeigt, dass wir auch sie dominieren können. Dennoch denke ich, das ist ein Spiel auf Augenhöhe und da werden die Kleinigkeiten entscheiden in solchen Spielen. Und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Wenn wir mit einem Punkt nach Hause fahren, glaube ich, wird es sehr schwer, uns das noch zu nehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.